So, meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich die letzten Gewinner bei Kunst gegen Bares. Und zwar als erstes mit einem kräftigen Applaus Gewinnerin in Völklingen, Elisa Buchholz. Kommen Sie bitte auf die Tanz, auf die Fläche wollte ich sagen, auf die Tanzfläche. Also ein großer Applaus für Elisa Buchholz. Und nicht nachlassen bitte, als zweites Gewinner Saarbrücken, Julia und Mascha. Ganz kurz Applaus, Julia und Mascha. Wo seid ihr? So, das war noch nicht alles. Geben Sie noch mehr Gas. Und zwar Nummer 3 aus Saarbrücken, Kevin Enders. So, die Gewinner Nummer 4 von der Uni waren mit einem ganz großen Applaus und riesigen Applaus, fangen Sie jetzt schon mal an zu applaudieren, Sibi und Jana Kroos. Sie weiter, denn jetzt kommt noch ein Kracher aus Völklingen mit der Nummer 5, Gentino. Gentino. So, mit der Nummer 6 darf ich bitten, mit einem ganz kräftigen Applaus aus Saarbrücken, Niklas Laus und Freddy Renault. Ganz großen Applaus für Newt! So, meine Damen und Herren, lassen Sie es nicht abreißen. Noch einmal Sieger auf der Uni war mit einem riesigen, großen Druck der Applaus. Groß in die Hände. Lukas, Fanny, Anja. So, meine Damen und Herren, ich möchte Sie nicht so lange auf die Folter spannen. Ich denke, ich werde mit Argusaugen und Ohren beobachtet hier, was ich tue. Gott sei Dank habe ich meine Brille nicht dabei. Das hätte ich nämlich mit Brille nicht mehr lesen können, so groß ist das. So, jetzt muss ich sagen, jetzt kommt der Knaller. Absolut. Lauschen Sie der Musik. Moment, stopp. Halt. So, zuerst machen wir eine Lautstärke ganz hoch. Also jetzt kriegt er richtig was auf die Ohren, nicht erschrecken. So.
Wer ist jetzt Miss Bunny Penny heute Abend? Hast du dich gemeldet da vorne? Nein, Quatsch. Ihr lieben Künstler, ihr könnt euch hinsetzen. Ich rufe euch nacheinander auf. Applaus für die Künstler heute Abend. Alle Gewinner! Also eins muss man dazugeben. Hammer Auftritt war es ja von allen, oder? Ja? Geht so. Applaus. Also, ganz einfach geliebt. Applaus! Danke. Gut, okay. Kurz zu dem heutigen Abend. Der heutige Abend ist mir ganz wichtig, weil es ist das Jubiläum. Es ist das 10. Mal Kunst gegen Bares im Saarland. Fast ein Jahr. Nächsten Monat ist es tatsächlich schon ein Jahr. Ja, ich habe so viele tolle Künstler kennengelernt, ich habe viele neue Freunde kennengelernt. Auch jetzt nicht nur bei den Künstlern, auch beim Publikum. Es ist Wahnsinn. Und wie soll man es beschreiben? Es ist einfach großartig, dass ihr alle heute hier seid, dass die Halle voll ist, dass so viele gekommen sind. Wir haben heute auch einen Stargast, der wird in der Halbzeit auch zu euch sprechen, nämlich heute Abend, mit ein bisschen Applaus jetzt, ist der Musical-Produzent Frank Nimsgern da. Dankeschön. Er wird ein bisschen was zu den Talenten sprechen. Mal gespannt, vielleicht fallen dir auch ein oder zwei Talente ihm, man weiß ja nie. Wir haben am Schluss noch eine riesengroße Verlosung. Wir haben 11 geniale Preise gesponsert bekommen. Unter anderem, wie gesagt, Karten für Paul Panzer in Saarbrücken, eine Hängematte mitgestellt, saugeil, Karten für den FC Kaiserslautern, gut, wer es mag, der kann aber hingehen, auch verschenken, ist immer ein gutes Geschenk, wer hat es gut? Pfui, ja. Aber ich würde zu viel jetzt sagen, wir werden jetzt wirklich tatsächlich nach der Reihenfolge vorgehen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich und sie hat heute Abend wirklich schwer, sie ist die einzige Poetry Slammerin, die auf dieser Bühne gewonnen hat, und zwar genau auf dieser Bühne. Und ich möchte, dass ihr ihr aufmerksam zuhört und ihr ganz großen Applaus gebt. Hier ist unsere allererste Kunst gegen Bares Saarland-Gewinnerin, Elisa, kommt hier auf die Bühne. Ein riesengroßer Applaus!